Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 in einem der letzten oder vielleicht sogar dem letzten Part. Ja, Connors Geschichte wurde beendet im letzten Teil. Er hat das Medaillon versteckt, er hat Charles Lee getötet. Wir als Desmond haben gesehen, wo er das Medaillon versteckt hat, haben es herausgeholt und können jetzt diese Tür öffnen, hinter der alles enden wird, hinter der sich alle Fragen beantworten. Wurde uns zumindest weiß gemacht. Und ja, wir gehen ganz episch darauf zu. Und lass nicht mehr allzu viel Zeit verstreichen. Das Lustige ist, das erste Mal, als ich das durchgespielt habe, da hatte ich Connors Geschichte halt beendet und konnte es hier aber noch nicht beenden, weil ich die anderen ganzen Energiequellen noch nicht eingesetzt habe, weil ich das nicht wusste, weil ich gedacht habe, das müsste man storymäßig machen. Weil die erste musste man ja, glaube ich, sogar storybedingt einsetzen. Ich dachte, bei den anderen kommt das noch. Und ich war halt zu doof, um selbst drauf zu kommen, dass man das selbst machen muss. Und deswegen musste ich erstmal alle Energiequellen einsetzen und dann ging es erst weiter. Aber das haben wir zum Glück schon alles erledigt. Stunde der Wahrheit. Da haben wir die Tür geöffnet. Das war's. Bis dann. Nein. Wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Aber ich glaube, allzu weit dürfte der auch nicht mehr sein. Den Weg hier hinter haben wir uns ja gebaut, mit Hilfe der Energie Kristalle Dinger. Oh, die Kamera nimmt jetzt einen sehr komischen Winkel an. Und okay, jetzt läuft er von alleine. Ich mach gar nichts mehr. Ja. Komm. Hier, endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten. Wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht, Minerva. Du? Aber wie? Du gingst. Und hast das Gerät zerstört? Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen, das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte, sie verharrte und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier. Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät. Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen.
Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Hörst du auf Minerva, wird die Sonne triumphieren. Der Boden wird aufbrechen und Feuer in den Himmel spucken. Die ganze Welt wird brennen. Doch das ist nicht das Ende. Nur ein Vorbote seiner Ankunft. Es folgt Dunkelheit. Dann kehrst du zurück, entschlossen, die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch. Schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung. Ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit? Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wiederhaben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet, ihr alle, jetzt. Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns, wir finden einen Weg. Keine Zeit. Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht. Geht! Elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriolen. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet, aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast deine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die meine spiele.
Ja, und so geht die große Saga um Desmond und seine Vorfahren zu Ende. Recht enttäuschend, oder? Also ich war damals wirklich ultra enttäuscht, als ich dieses Ende gesehen habe. Klar, es ist von der Idee her gar nicht so schlecht. Und auch diese Rendersequenz dazwischen, die eigentlich zwar nur aus Standbildern bestand, war auch ganz nett. Aber es reicht einfach nicht. Wenn ihr mal überlegt, dass ihr vorher durch 4 Spiele plus dem mit dem 5. Das war noch... Oder warte mal. Ja. Und das hier das 5. ist mit Desmond und seiner Story und dann kommt so ein Ende. Warum hat man sich am Ende zum Beispiel nicht entscheiden dürfen, was man macht? Ob man Juno jetzt befreit oder ob man der anderen hilft? Und dann sieht man die Auswirkungen. Und warum wird nicht nochmal alles irgendwie aufgewickelt, sodass man irgendwie die ganzen Verbindungen, alles was Altair, alles was Ezio gemacht hat, alles was Connor getan hat, dass das alles nochmal zu so einem großen Clusterfuck irgendwie verbunden wird, dass das nicht irgendwie nochmal in so einer geilen Sequenz oder so gezeigt wird, dass alles was die gemacht haben, die Auswirkungen hatte, die zu diesem Punkt geführt hat. Da hätte man so viel mehr draus machen können und das ist das, was mich so enttäuscht hat. Weil die Geschichte um Desmond, die fand ich schon immer interessanter als die Geschichte von Altair, Ezio oder Connor. Und dass man an so einem blöden Ende dahin kommt, dass er einfach diese blöde Kugel berührt, umkippt, tot ist und das war's. Dass er stirbt, das war eigentlich von vornherein klar, das hätte man so denken können. Aber es hätte ja auch anders sein können. Wie sie gesagt hat, dass er der neue Moses wird quasi oder der neue Jesus und den Menschen den Weg zeigt und so weiter. Das hätte man einfach alles geiler darstellen können. Es ist jetzt aber, es wirkt auch so das Ende, als wäre es jetzt einfach so wieder so abgehetzt. So jetzt haben wir, wollen wir das jetzt auch endlich mal zum Ende bringen. Los, zeig mir dem noch eine Sequenz und dann war es das. Es wirkt irgendwie so lieblos. Und das ist das, was mich halt sehr enttäuscht. Man hätte so viel mehr daraus holen können. Das war ja auch das, was viele an dem Ende zum Beispiel von einer ganz anderen Spieleserie von Mass Effect, nämlich von Mass Effect 3 das Ende so enttäuscht hat. Dass es ja auch so schnell vorbei war und so weiter. Ich kenne das Ende nur mit dem Director's Cut und ich fand das Ende sehr schön. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen, aber das Ende hingegen, das ist wirklich, wirklich leider enttäuschend. Das Spiel an sich hingegen, Assassin's Creed 3, wird immer schlechter gemacht, als es eigentlich ist. Ich weiß nicht warum, aber er hat zu seiner Zeit, als es rausgekommen ist, mittlerweile jetzt noch sehr viel Hass erfahren. Und wird als mit das Schlechteste bezeichnet, was ich eigentlich nicht so unterzeichnen kann, weil das Schlechteste für mich ist nach wie vor Revelations. Und ja, für viele andere ist es halt der erste Teil, aber meine Meinung zum ersten Teil habe ich ja schon öfters geäußert. Und einfach zu sagen, dass Assassin's Creed 3 ein schlechteres Spiel ist als seine Vorgänger, ist einfach falsch. Ich sage aber auch nicht, dass es das viel bessere Spiel ist, weil Brotherhood ist immer noch mein Lieblingsteil und da kommt auch Assassin's Creed 3 nicht ran. Aber Assassin's Creed 3 hat doch einiges verbessert, was mich persönlich vorher genervt hat. Und zwar ist das Klettern etwas einfacher geworden. Man muss nur noch eine Taste gedrückt halten als zwei. Er verklettert sich nicht so oft, wie es in den Vorgängern so war. Sie haben endlich diese blöde Bestehlen-Funktion auf der X-Taste entfernt, sodass man, wenn man schnell geht, nicht aus Versehen Leute bestiehlt und dann der ganz große Shitstorm losgeht innerhalb der Stadt. Das Kämpfen, die haben das Kampfsystem verändert, was ich sehr gut fand, weil es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat mit vielen neuen Möglichkeiten wie dem menschlichen Schild oder so. Und ja, das ist auf jeden Fall alles so. Die haben die ganze, man sieht, dass sie in Assassin's Creed 3, wie sie es behauptet haben, wahrscheinlich auch schon länger gearbeitet haben als an den anderen Spielen. So sollte man es ja auch mal hören. Das merkt man vielleicht von der Story her nicht, weil wie gesagt, das ist ja, war ja recht enttäuschend. Aber sie haben ja die kompletten Animationen überarbeitet und so weiter. Und halt auch das Kampfsystem. Und das merkt man schon und es hat auch Spaß gemacht. Was viele auch noch kritisieren, was ich mal gehört habe, was ich aber persönlich auch nicht nachvollziehen kann, ist der Anfang. Viele beschweren sich über den Anfang, weil er ja wirklich an die 5 Stunden geht oder so, bis man das erste Mal Connor spielen darf, dass er viel zu lang ist und so. Ich persönlich finde aber, bei einem Spiel oder bei einer Spieleserie mit so einer großen Geschichte kann der Anfang ruhig so lang sein. Und mir hat er auch wirklich sehr gut gefallen. Und dann mit dem WTF-Moment am Ende, dass man halt die ganze Zeit Haytham spielt, der ja die Waffen eines Assassinen hat, man annimmt, er ist ein Assassine, und dann rauskommt, dass er tatsächlich eigentlich ein Templer ist. Das war schon so der erste WTF-Moment für mich, den ich sehr cool fand.
Und dann lassen sie sich ja auch noch mit Connor Zeit, was ich auch toll fand, dass man zuerst in seiner Kindheit ein bisschen miterlebt, dann ist er ja im jugendlichen Alter und dann beginnt seine Ausbildung und dann später ist man halt der Assassine. Das fand ich alles cool. Das kann ich nicht anders sagen. Die Geschichte an sich in Connor mit dem Bürgerkrieg und so weiter, die ist mal wieder ein bisschen... man verliert oft den roten Faden und weiß nicht mehr genau, warum man jetzt das eine machen muss und warum das andere und so weiter und... das ist das, was mich ein bisschen stört. Das liegt jetzt aber vielleicht nicht unbedingt an Assassin's Creed, sondern an allen Open-World-Spielen allgemein. Da verliert man öfters mal so den roten Faden. Sie war aber auch nicht wirklich interessant, die Story innerhalb von Connors Welt, muss man sagen. Connor an sich, sagen ja auch viele, ist mit einer der schwächsten Charaktere. Kann ich leider auch nur so sagen. Ich habe aber nichts gegen Connor. Ich mag ihn trotzdem, aber er ist halt nicht cool wie ein Altair oder also so cool im Sinne von... Von kalt eiskalt und hart, so wie Altair es war, oder auch nicht so cool und locker wie ein Ezio, der immer coole Sprüche auf dem Lager hatte. Er ist immer ein bisschen zu lieb, bis gegen Ende so, wo ich es auch noch erwähnt habe, dass ihm jetzt plötzlich Eier gewachsen sind quasi, ist er bis dahin einfach immer so ein bisschen zu lieb und das passt auch nicht so ganz zu einem Assassin. Aber ansonsten mag ich ihn aber trotzdem. Ja, was mich an dem Spiel allerdings noch gestört hat, war erstmal der Ton. Der war recht schlecht abgemischt. Die Soundeffekte waren manchmal entweder nicht so richtig vorhanden, dann waren sie manchmal zu laut oder zu leise und die Sprecher an sich waren auch viel zu leise. Deswegen habe ich auch extra die Untertitel angemacht. Die Sprecher an sich waren aber gar nicht so schlecht. Da hat man viele bekannte, auch Kinosprecher dabei und das war schon relativ hochwertig. Also da gibt es eigentlich so an sich nicht wirklich was zu meckern, wobei die Englischen wahrscheinlich noch einen Tick besser sind, aber es ist ja immer so. Ja, und dann ist halt noch das, was mich bei den Assassin's Creed Spielen am meisten stört, zum Beispiel zum einen, dass sie immer noch versuchen, aus Assassin's Creed ein Schleichspiel zu machen. Und Ubisoft, bitte hört auf damit, ihr könnt es nicht. Assassin's Creed war noch nie ein Schleichspiel und ihr habt es noch nie wirklich gut hinbekommen. Weil man fuckt sich eher da ab, wenn man versucht zu schleichen. Das hilft meistens einfach immer nur durchrennen und metzeln. Ja, deswegen lasst es bitte oder nehmt euch mal ein paar Jahre Zeit, um da wirklich dran zu feilen, weil das klappt so nicht. Und die andere Sache, die mich natürlich am meisten gestört hat, waren diese blöden, die blöden Missionsstellungen. Dass einem nie wirklich konkret gesagt wird, was man wie machen muss, sondern dass es immer nur eingeblendet wird. Es wird immer nur kurz eingeblendet, töte den jetzt. Und das ist dann immer in so einer Hektik und so einer Panik, dass du es gar nicht mitbekommst und machst du instinktiv das Falsche und dann war es wieder vorbei. Und das ist halt das, was mich wirklich genervt hat. Und die kleinen Logikfehler, die ich ja während des Let's Plays schon immer wieder gesagt habe. Aber ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mich allerdings auch entschuldigen, dass es wirklich so lange gedauert hat. Es hat ja jetzt fast anderthalb Jahre gedauert, dieses Projekt. Was halt zum einen daran lag, dass es an sich erstmal ein wirklich langes Spiel ist. Es ist auch das längste Projekt, was ich bis jetzt hatte. Glaube ich, oder? Es könnte sein, dass es eigentlich nicht das längste ist, sondern mit Final Fantasy gleich lang ist. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Parts es jetzt am Ende sind, aber es könnte sein, dass es so mit Final Fantasy 10 so gleich auf ist. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein recht langes Projekt und hätte ich nicht die ein oder anderen Sachen rausgeschnitten, wie zum Beispiel so Nebensachen gemacht, wie Türme erklettern oder so, dann wäre es noch länger gewesen. Und dann kam ja auch noch dazu, dass ich mal diese Phase hatte, wo ich wirklich 4-5 Projekte gleichzeitig im Laufen hatte und für Assassin's Creed dann wenig Platz war und relativ selten hochgeladen wurde. Das versuche ich mittlerweile ja zu verhindern. Hab's hoffentlich bis hierhin auch einigermaßen geschafft. Deswegen hat sich das auch gezogen. Aber ich bedanke mich trotzdem bei allen, die es bis dahin geschafft haben, so lange durchzuhalten und wirklich auch eventuell sogar jeden Part geguckt haben oder die meisten. Und mich immer unterstützt haben, mir Tipps gegeben haben, kommentiert haben, bewertet haben und so weiter. Weil ohne euch würde es ja alles keinen Sinn machen. Und es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht trotzdem. Ja, das war's tatsächlich für das Megaprojekt Assassin's Creed 3. Ich weiß jetzt nicht, ob nach dem Abspann noch was kommt. Ich werde ihn einfach mal durchlaufen lassen und werde es dann gegebenenfalls dran schneiden und wenn nicht, dann halt nicht. Ich habe, glaube ich, schon mal in einem Part erwähnt, dass man danach natürlich noch in der Welt rumlaufen kann mit Connor und dann gibt es auch noch Missionsziele, aber die sind nichts Besonderes. Man sieht halt nur, wie sich langsam die Welt von den Templern erholt. Das klingt jetzt epischer, als es eigentlich ist, aber ihr geht zum Beispiel in Boston an den Hafen und seht, wie die Leute da feiern oder so und Connor steht schwer verletzt im Hintergrund und lächelt. Das war's. Also es ist nicht was ihr verpasst, deswegen werde ich das auch nicht noch dran schneiden, weil das macht keinen Sinn. Und ihr könnt dann noch mit irgendeiner Hilfe könnt ihr auch noch das Wetter verändern, sodass ihr halt, wenn ihr mit Schnee spielen wollt, dass es so einstellen könnt. So ganz habe ich das aber nicht verstanden, weil die es sehr kompliziert und umständlich gemacht haben.
Aber ja, das soll's für Assassin's Creed 3 gewesen sein. Die nächsten Projekte habe ich auch schon im Kopf und sind wahrscheinlich auch schon, während ihr das hier seht, fleißig im produziert werden. Und deswegen bleibt mir eigentlich noch zu sagen, nochmal vielen Dank. Das war's erstmal für die Assassin's Creed Serie. Ich werde von der Serie jetzt erstmal auch LP-technisch eine Pause nehmen. Assassin's Creed 4 Black Flag besitze ich nicht mal bis jetzt. Und wenn, dann hole ich es mir für die PS4. Und da es bis jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade aufnehme, noch keine wirklich gute Möglichkeit gibt, PS4-Spiele aufzunehmen, also jedenfalls nicht mit Elgato, wird das wahrscheinlich auch noch auf sich warten lassen. Wenn ich es mir überhaupt hole, vielleicht hilft es mir auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ich bin dann noch relativ unentschlossen, weil ich mit der Serie eigentlich erstmal abschließen wollte. Ja, und deswegen bleibt mir eigentlich noch zu sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Projekt und nochmal vielen, vielen Dank und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.